like a Hellcat. So, heute gibt's mal ein Unboxing mit Drachenstein Onkelrock für ein 80 Liter Aquarium. Aber bin ich ja mal gespannt, was da für Steine drin sind. Ja. Das so für 80 Liter reicht, Aquascape? Naja, mal sehen. Mag ich zu bezweifeln. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier denn Schönes drin? Stein Nummer 1. Ja. Könnte sich schon mal sehen lassen. Stein Nummer 2. Stein Nummer 3. Stein Nummer 4. Ja. Na, jetzt wird es doch schon langsam etwas interessanter. Die Steine werden etwas größer. Also für dieses Paket, das gab es jetzt bei Zoo Plus im Angebot, habe ich jetzt 22 Euro bezahlt. Ja, jetzt kommt noch mal was Interessantes. Ja, ich würde sagen, für den Preis mit diesem letzten großen Stein kann man was mit anfangen. So, zwei sind noch drin. Ich habe letztens für die Größe, ja, in etwa 4 Euro bezahlt, einzeln, und für diesen großen Stein, ja, die kosten so 10 bis 15 Euro einzeln schon. Ich würde sagen, für den Preis kann sich das durchaus sehen lassen. Damit kann man schon ordentlich was anfangen, würde ich sagen. Ja. Da kann man sich schon ein kleines Aquascape mit einrichten. So, und jetzt gucken wir mal, was man mit den Steinen so im Aquarium alles anfangen könnte. Ja, der wäre perfekt für den Hintergrund. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Steine. Wie man das so im 80-Liter-Becken einrichten könnte. Ich finde, da könnte man schon ordentlich was mit anfangen. So.
wenn man sich das jetzt mal anguckt. Für 80 Liter. Ja, das ist ganz okay, würde ich sagen. Kann sich sehen lassen. Das Ganze noch mit ein paar Pflänzchen, ein paar Wurzeln vielleicht noch. Wäre okay. Für den ersten schnellen Eindruck, was in so einem Paket so drin ist. Ich sag mal, wenn man sich das jetzt im Angebot holt, kann man da ordentlich was mit anfangen. So. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen kleinen Überblick, falls ihr vorhabt, euch so etwas zu holen. Ist in dem Paket auf jeden Fall wesentlich günstiger, als wenn man sich die Steine einzeln holt. Ja, ich habe den Tag leider den Fehler gemacht und habe mir die einzeln geholt. Da hätte ich mir mal lieber gleich so ein Paket holen sollen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Ja, nicht vergessen zu abonnieren und vielleicht noch ein Gefällt mir da lassen, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Bis dann. Like a Hellcat.